Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute geht es um das Thema Arbeitsplatz der Zukunft. Dazu bei uns zu Gast ein echter Experte genau für dieses Thema, Andreas Kott. Hallo Herr Kott, schön, dass Sie da sind. Hallo Herr Schneider, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Kott, die Welt ist ja im Wandel und es betrifft ja insbesondere die Berufs- und Arbeitswelt. Wo sehen Sie denn die Entwicklung aktuell und wo geht die Reise hin? Ja, wir leben ja insgesamt seit längerem schon in einer Welt voller Herausforderungen. Die Herausforderungen sind meines Erachtens werden die auch immer größer. Das produzierende Gewerbe in Deutschland, das nimmt immer mehr Computer, spezielle Programme mit auf, damit sie auch wettbewerbsfähig bleiben. In Japan beispielsweise nutzt man sogar schon Roboter, um in der Altenpflege Menschen zu betreuen. In der Dienstleistung, heutzutage in Deutschland, ist es ganz einfach so, dass man, um wettbewerbsfähig zu bleiben, sowas auch immer stärker nutzen muss. Vielleicht auch Roboter mal, aber wie man es auch immer sagen möchte, es ist so, man kommt nicht ohne das Internet und ohne die neuen Medien aus. Herr Kotz, sind Sie ja im Bereich tätig, wo es auch um Dienstleistungen geht und Sie sagten mir, Sie sind als Networker und als Coach tätig. Wie sieht es da in diesen Bereichen aus? Also in meinem Bereich hat sich da sehr viel getan. Das heißt also, die Möglichkeiten sind noch viel größer geworden, als es noch vor 10, 20 Jahren war. Wir können beispielsweise Arbeitsvorgänge, ganze Tätigkeiten automatisieren, vereinfachen oder sogar ersetzen durch die Möglichkeiten im Internet. Als 1991 das Internet freigeschaltet wurde, das WWW, hat man überhaupt noch nicht ahnen können, wie viel Macht das Internet haben wird. Heute beeinflusst es das Leben von Milliarden von Menschen. Wir haben beispielsweise die Möglichkeit, heute statt Seminaren ein Webinar anzubieten. Dieses Webinar ist ein Seminar im Online, also beziehungsweise im Netz. Und dieses können die Zuschauer einfach und sehr zeitsparend verfolgen. Ja, sie haben da einen sehr, sehr großen Vorteil. Sie müssen sich nicht irgendwo hinbewegen, sparen Zeit und auch Geld. Im Network Marketing haben wir durch diese neuen Möglichkeiten eine enorme Schubkraft erlebt. Das heißt, die Arbeitsweise hat sich teilweise komplett geändert. Wir müssen heutzutage noch flexibler sein, noch effektiver arbeiten, um auch in der Zukunft noch erfolgreich zu sein. Das klingt spannend, sehr, sehr interessant. Wo ist denn jetzt genau aus Ihrer Sicht der Vorteil von diesem Wandel im Network Marketing? Ja, im Network Marketing sehe ich den großen Vorteil darin, dass wir ja von einem reinen Face-to-Face-Geschäft, also man hat nur persönlich miteinander zu tun gehabt, auch im Internet tätig sein kann. Fast sogar ausschließlich, wenn man möchte. Man kann beispielsweise Internettechniken für die Werbung einsetzen oder für die Vermarktung an sich, für den Service. Man kann viele Dinge automatisieren und auch vereinfachen. Man spart dadurch enorm viel Zeit. Und das besonders Bemerkenswerte ist, dass Networker, die heute schon diese Techniken anwenden, sichtbar und beweisbar viel mehr Erfolg haben, wie Menschen, die Network Marketing wie früher betreiben. Jetzt sind Sie am Network Marketing tätig. Was ist das genau und vor allen Dingen, wie sehen Sie denn Network Marketing in Verbindung mit dem Arbeitsplatz der Zukunft? Haben Sie da irgendwie ein Beispiel für unsere Zuschauer? Ja, Network Marketing ist ja grundsätzlich eine Vermarktungsform. Dort vermarktet man Produkte oder man bietet Produkte an direkt vom Hersteller zum Endverbraucher. Die Verbraucher können die Produkte, aber auch die Geschäftsidee selbst weiterempfehlen. Und das machen sie natürlich, wenn sie die Produkte gut finden und die Firma auch gut finden. Und so empfiehlt man sich quasi gegenseitig Dinge, die man mag und von denen man denkt, das wäre auch für andere gut. Dieses Empfehlungsgeschäft quasi ist gleichzeitig die beste Werbung der Welt. Und dadurch spart das Unternehmen und die Menschen, die im Network Marketing tätig sind, sehr viel Aufwand. Jeder, der im Network Marketing tätig ist, kann zum Beispiel selbst bestimmen, wann er arbeitet, wie er arbeitet, mit wem er arbeitet und er bestimmt sogar sein Einkommen. Also man kann beispielsweise auch von zu Hause aus ein Einkommen entwickeln, das weitaus größer ist als das Durchschnittseinkommen der Deutschen beispielsweise. Man hat das richtige Verhältnis meines Erachtens von Zeit zu Geld. Es ist vor allen Dingen auch sehr familienfreundlich, weil man eben von zu Hause aus arbeiten kann. Es ist deshalb auch für mich
der Arbeitsplatz der Zukunft. Nur eines muss man natürlich beachten, man braucht das richtige Werkzeug dafür. Mhm. Klar, der Handwerker braucht Werkzeug, aber was brauche ich denn für Werkzeug für Network Marketing? Ja, für Network Marketing brauchen Sie erstmal bestimmte Eigenschaften selbst. Sie müssen selbstbewusst sein oder sollten selbstbewusst sein. Sie sollten sich selbst organisieren können, sollten kontaktfreudig sein, gern mit Menschen umgehen. Und Sie brauchen natürlich auch eine Firma, die gut im Markt steht und gute Produkte auch hat. Und Sie brauchen eine Strategie, eine persönliche Strategie, wie Sie persönlich auch erfolgreich sein können. Deswegen habe ich beispielsweise ein Konzept entwickelt. Und dieses Konzept heißt Network Marketing for You. Es bringt Ihnen die Möglichkeit, mit modernen Methoden durch Online- und Offline-Strategien und zusätzlich mit einer, ja, sagen wir mal, empathischen Kommunikationsmöglichkeit sehr sympathisch und effektiv erfolgreich zu sein. Das ist eine Strategie, mit der ich förmlich die Menschen zu ihren persönlichen Erfolgen begleite. Mhm. Das klingt nach einer guten Idee. Das heißt, jeder, der dieses Konzept nutzt von Ihnen, Sie helfen ja da auch, ist in der Lage, tatsächlich dieses Werkzeug zu bekommen, es auch zu benutzen, zu lernen, wie man es richtig benutzt, und damit erfolgreich im Network Marketing zu sein, oder? Ja, ganz genau so ist es. Ja. Mhm. Und deshalb lade ich die Zuschauerinnen und Zuschauer recht herzlich ein, Network Marketing for You selber kennenzulernen. Sie werden überrascht sein, wie, ja, sagen wir mal, wie angenehm diese Branche ist und wie Sie Ihre persönlichen Wünsche und Ziele damit auch realisieren können. Klar, ich kann mir vorstellen, wenn man Erfolg hat, macht es Spaß. Sie sagen angenehm, wenn Sie dabei helfen, das zu lernen. Gute Information, gute Idee. Ja, finde ich auch. Herr Kott, vielen Dank, dass Sie da waren zum Thema Arbeitsplatz der Zukunft. Bis zum nächsten Mal sage ich Dankeschön und Tschüss. Vielen Dank auch. Auf Wiedersehen.